Hallo zum Sportmagazin mit einem Doppelpack vom Wochenende. Am Freitagabend stand für die Basketballer der Tigers Tübingen das erste Viertelfinalspiel der Playoffs um den Aufstieg in die erste Bundesliga gegen die Eisbären Bremerhaven an. Und am Samstagnachmittag war an der Reutlinger Kreuzeiche Derby Time. In der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg traf der SSV Reutlingen vor knapp 5000 Zuschauern auf die Stuttgarter Kickers. Los geht's in der Paul-Horn-Arena. Nach der starken Hauptrunde mit Platz 2 hinter Fechter ging es für Seric und Co. nun also gegen den Tabellen-7. Gegen die Eisbären Bremerhaven. Dieses Duell gab es bereits im Viertelfinale der vergangenen Saison. Da setzten sich die Tigers gegen die Jungs um den Ex-Tübinger Robert Oehle mit 3:1 durch. Das Team von Stephen Key, der in der Saison 92-93 selbst ein Jahr für Tübingen gespielt hat, reiste aber mit breiter Brust an. 11 Siege feierte man in den vergangenen 14 Partien. Auch das Hauptrundenspiel Ende Januar konnten die Eisbären in Tübingen mit 80-69 für sich entscheiden. Es war eine von nur 2 Niederlagen zu Hause für die Jansson-Schützlinge. Der Tigers-Headcoach warnte im Vorfeld, das wird ein hartes Duell. In beiden Spielen der Hauptrunde haben wir geschwächelt. In den Playoffs wird nochmals die Intensität erhöht. Für uns wird wichtig sein, dass wir bei den Rebounds präsent sind. Gut, dass er da wieder auf Center Daniel Keppeler zurückgreifen konnte. Der hat seine Fingerverletzung auskuriert. Dafür ist für Jekabs Beck nach einer Verletzung am Sprunggelenk die Saison leider zu Ende. Eine gute Nachricht erhielten die Tigers schon einen Tag zuvor. Wie vermeldet, erhalten sie im Fall eines sportlichen Aufstiegs die Lizenz für die BBL mit einer sogenannten auflösenden Bedingung. Also da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Über 2500 Zuschauer waren mit dabei. Die Spiele der Pro A werden ja auch live auf Sportdeutschland TV übertragen. 3 Minuten gibt's jetzt wie immer bei uns. Los geht's mit dem Raubkatzenduell. Die Tigers baten die Eisbären zum Tanz. Und zwar nicht mit einem sanften Walzer, sondern vom Start weg war Rock'n'Roll angesagt. Chris Helmanis gewinnt den Hochball, Zach Seljas mit dem Pass und Helmanis stopft die Kugel nach wenigen Sekunden durch die Reuse. Aber hallo. Da waren die Eisbären wohl noch im Bus. Ihr Topscorer Matt Frierson an den Ring. Der US-Boy hat aus der Distanz eine Trefferquote von über 53%. Wieder Seljas, gedankenschnell, und dieses Mal ist Matteo Seric per Dunking erfolgreich. Das ging alles viel zu schnell für die Jungs aus dem Norden. So, nach 2 Dunkings zu Beginn folgten 2 Dreier. Den ersten feuerte Lahnmüller ab. Wieder kam der Pass von Seljas und den zweiten Matteo Seric nach Zuspiel von Timo Lahnmüller. 3 Minuten gespielt, es stand 12:2, Auszeit Eisbären. So, jetzt haben wir schon fast ein Drittel unserer 3 Minuten verbraten, aber alle Aktionen waren es einfach wert. Was für ein Start in die Playoffs, und die Tigers weiter wie im Rausch. Der Lauf ging weiter, Seljas zu Helmanis und dann wieder Lahnmüller. Die Gastgeber aber auch defensiv richtig stark, gerade bei den von Jansson angesprochenen Rebounds. Daniel Keppeler nach langer Verletzungspause rechtzeitig also zu den Playoffs wieder auf der Platte. Ersek zu Seljas, und der ist ja seit Wochen in Topform. 25:12 führten die Tigers nach dem ersten Viertel, strahlende Gesichter überall. Weiter geht's, von Robert Oehle noch nichts zu sehen. Im Januar hatte er einen großen Anteil am Sieg an alter Wirkungsstätte. Jetzt erzielte er immerhin seine ersten beiden Punkte. Aber die Hausherren gaben weiter den Ton an und bauten den Vorsprung weiter aus. Delanty Jones nach tollem Zuspiel von Atu Kivimäki aus der Ecke. Und Jones, der während der Runde vom Absteiger Schwenningen kam, sorgte dann gleich danach für das nächste Highlight. Nach einer Viertelstunde lag man satte 19 Punkte vorne. Der überragende Seljas schickt den nächsten Dreier ins Glück. Zur Pause waren es 15, wir pusten auch mal kurz durch. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Wir
Wir sind zurück. Eine Minute haben wir leider nur noch. Die Tigers legten auch nach der Pause fulminant los und schraubten die Führung auf 20 Punkte. Solo von Seric und Chris Helmanis bat dann Öle zum Tanz. Und auch dieser Ball springt dann noch rein. Jansson nutzte den breiten Kader, Doppelpass zwischen Gianni Otto und Daniel Kepeler. Kurz danach versenkt dann Simone Krajsovic einen Dreier. Mit 14 Punkten am Ende war er der einzige Eisbär, der zweistellig punkten konnte. Wir sind fast durch. Erol Ersek aus der Distanz. Er zog sich später allerdings eine Verletzung am Finger zu. Zwei Aktionen aus dem Schlussviertel haben wir noch. Artu Kivimäki konnte sich auch noch auf die Scorerliste eintragen und Rückkehrer Daniel Keppeler dann kurz vor Schluss. Am Ende gewinnen die Tigers Tübingen gegen die Eisbären Bremerhaven mit 89:62 und legten einen Superstart in die Playoffs hin. Mit Seljas, Helmanis, Otto, Lahnmüller und Seric konnten fünf Spieler zweistellig punkten. Seric war mit 16 Punkten der beste Werfer der Partie und er stand auch als erster bei meinem Kollegen Roland Steck am Mikrofon. Was für ein großartiger Auftakt zu Hause. Von A bis Z ohne Downs heute. Ja, ey, war ein super Auftakt. Wir haben echt toll gespielt, die Energie aus der Halle mitgenommen. Aber im Endeffekt ist es nur ein 1-0. Ist egal, wie hoch du das gewinnst. Und am Sonntag steht es wieder 0-0. Die Intensität in den Playoffs ist deutlich höher. Ja klar, jetzt ist Playoff-Zeit, jetzt geht es um alles. Ich glaube, das hat man heute gesehen. Wir waren physisch, wir waren gut vorbereitet und das müssen wir jetzt im zweiten Spiel wieder zeigen. Es war ein schwieriges Spiel für uns. Wir haben heute gesehen, warum Tübingen einer der Favoriten auf den Aufstieg ist. Sie waren top vorbereitet und haben sehr aggressiv gespielt. Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Wir hatten zu viele Ballverluste und konnten uns auch bei den Rebounds nicht durchsetzen. Wir haben es nicht geschafft, die individuelle Qualität der Tigers als Team zu kompensieren. Wir müssen nun die Fehler analysieren und versuchen, einen Weg zu finden, um gegen diesen starken Gegner bestehen zu können. Nun, wir haben ohne Zweifel sehr aggressiv und mit hoher Intensität gespielt und konnten gleich zu Beginn die Halle mitnehmen. Ich bin vor allem mit unserer Defensive zufrieden. Ein paar Fehler haben wir uns im Laufe der Partie erlaubt, aber insgesamt waren wir über weite Strecken gut unterwegs. Die letzten 5 Minuten haben wir aber nicht gefallen, da hat der Fokus gefehlt. Wir dürfen den Sieg nicht überbewerten, wir haben ein Spiel gewonnen, nicht mehr und nicht weniger. Es ist egal, ob man mit einem Punkt oder mit 1000 Punkten gewinnt. Es steht jetzt erst 1-0. Warum seid ihr so schnell verschwunden? Normalerweise gibt es Ehrenrunden und dergleichen. Ja, das ist, weil das kein reguläres Saisonspiel ist, sondern in den Playoffs, da ist es ja eine Serie und wir haben noch nicht gewonnen. Das war jetzt erst das erste Spiel, 1-0. Aber man braucht ja 3 Siege, um weiterzukommen. Deswegen haben wir jetzt erstmal noch nicht gefeiert. Ihr seid fulminant gestartet. Habt ihr euch das so vorgestellt? Ja, also wir haben uns natürlich erhofft. Wissen tut man es natürlich nie. Aber ja, wir haben auf jeden Fall das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Vor allem auch am Anfang. Wir haben aggressiv gespielt, schnell gespielt und vor allem in der ersten Halbzeit auch das Tempo vorgegeben. Ja, am späten Sonntagnachmittag mussten sich die Tigers in Bremerhaven dann mit 87:99 geschlagen geben. Also es steht 1-1, mehr Infos dann im Sportticker. Das dritte Spiel steigt am Mittwoch wieder in Tübingen und das war's aus der Paul-Horn-Arena. Und jetzt geht's gleich weiter im Kreuzeiche-Stadion. Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Ja, und da war mal richtig was los. Zur heiligen Fußballanstoßzeit am Samstag um 15.30 Uhr. Knapp 5000 Zuschauer, darunter zahlreiche Fans aus Degerloch, kamen zum Oberliga-Derby des SSV Reutlingen gegen die Stuttgarter Kickers. Die könnten schon während der Partie die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga Südwest feiern. Falls nämlich die SG Sonnenhof Groß-Asbach in Villingen nicht gewinnt, dann wären die Kickers durch. Diese Partie begann bereits um 14 Uhr. 11 Punkte betrug 4 Spieltage vor Saisonende der Vorsprung der Blauen auf Groß-Asbach. 76 Zähler holte das Team von Trainer Mustafa Ünal bislang und das bei einem Torverhältnis von 99:14.
Das Hinspiel war eine klare Sache. Bei der 0:5-Niederlage hatte der SSV keine Chance. 35 Punkte hat das Team von Trainer Mike Stingel auf dem Konto. Die reichen für Platz 13. Aber der Abstand nach unten ist nicht so groß. Also der SSV kämpft noch um den Klassenerhalt. Dann mal hereinspaziert vor der Saisonrekordkulisse in der Oberliga. Es ist angerichtet, der Rahmen passte. Die Kickers haben ja zudem unter der Woche durch einen 4:0-Sieg beim Landesligisten Türkspor Neu-Ulm den Einzug ins WEV-Pokalfinale perfekt gemacht. Dort ist man Titelverteidiger und hat am 3. Juni gegen die TSG Balingen Heimrecht. Die Partie im Gazi-Stadion steigt um 16.15 Uhr und steht unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Bergmann. Der leitete auch am Samstag mit seinem Gespann das Duell Rot gegen Blau, wobei die Kickers in Gelb aufliefen. Mit Kevin Dickelhuber stellen die Gäste auch den besten Torschützen der Liga. 25 Mal traf der Kapitän ins Schwarze. Beim SSV erzielte Ricardo Gorgoglione 13 Tore, davon 8 in den letzten 8 Partien. Also, wenn der Rauch verzogen ist, geht's los. In den ersten gut 20 Minuten passierte nicht allzu viel. Dann die Kickers über die linke Seite mit Flamur Berisha, der mit dem Pass in die Mitte zu Dickelhuber, der Torschützenkönig der Liga, legt ab auf Luigi Campagna und er knallt die Kugel an den Außenpfosten. Da skandierten die Gästefans schon nie mehr Oberliga. Villingen hatte soeben gegen Groß-Asbach mit 3:1 gewonnen und die Kickers standen somit als Meister auch rechnerisch fest. Kurz danach hatten dann auch die Gastgeber ihre erste Szene. Sagert gewinnt das Kopfballduell gegen David Breik, der traf auch schon 18 Mal. Und dann kommt Reutlingens bester Schütze an den Ball, Ricardo Gorgoglione, versucht es mit links, aber Maximilian Otto lenkt den Ball zur Ecke. Die brachte nichts ein, gute halbe Stunde bereits gespielt, wieder der frisch gebackene Meister. Breik kommt zum Abschluss, aber da fehlte dann doch ein ganzes Stück. Keine Gefahr für SSV-Keeper Enrico Piu. 43 Tore erzielten allein Dickelhuber und Breik zusammen. Der SSV traf insgesamt nur einmal mehr. Die Reutlinger Abwehr stand gut, Ecke Dickelhuber, Pio kommt raus, an der Strafraumlinie steht David Kammerbauer frei, aber der trifft den Ball nicht richtig. Offensiv war das auf beiden Seiten sehr überschaubar, einmal wurde es vor der Pause aber noch richtig gefährlich. 39. Minute der SSV nochmal im Angriff, Sagert zu Dennis Lübke und er direkt weiter zu Capitano Pierre Eiberger. Piero von der Außenlinie mit der scharfen Hereingabe und Campagna zwingt mit seinem Kopfball Otto zu einer Glanzparade. Und da schauen wir nochmal hin, das war richtig knapp. Campagna bedankt sich bei seinem Torhüter. Ecke gab es aber natürlich, die bringt Gorgoglione an den 16er zu Eiberger und der in seinem vorletzten Heimspiel für den SSV Volley übers Tor und auch am Kickersblock vorbei. Dann war auch die erste Hälfte vorbei, keine Tore zwischen Reutlingen und Stuttgart. Er versuchte es einmal, 13 Tore Mann Gorgoglione, 3 Treffer erzielte er bei der 3:4-Niederlage in Villingen und auch beim 1:2 zuletzt in Groß-Asbach sorgte er für die Führung. Tja, und vom 43-Tore-Duo Dickelhuber-Breik war so gut wie gar nichts zu sehen. Beeindruckend bleibt die Ausbeute der beiden bislang, aber natürlich dennoch. Also, weiter geht's und Gorgoglione hatte 2 Minuten nach dem Wechsel die erste Szene. Schöner Pass von Lübke, Dennis Zagaria kommt zu spät, viel Platz und viel Zeit für Reutlingens Nummer 11, aber die Flanke findet dann keinen Abnehmer. Die offensiven Kollegen Jovan Djamanovic und Samuel Mayer kamen kaum ins Spiel, dann sieht Eiberger noch gelb, das Derby aber insgesamt absolut fair, Bergmann hatte alles im Griff. Die nächste gute Gelegenheit gehörte den Ünal-Schützlingen, Freistoß Zagaria, Kopfball Breik und da war er, der Ex-Albstädter Kevin Dickelhuber, aber nix war's mit der Führung vor dem eigenen Anhang. Dickelhuber schlägt dann die nächste Ecke, findet aber keinen Abnehmer, Stingel brachte Meixner für Meier und später auch noch Fuhn und San Yang. Die Kickers jetzt mit etwas mehr Vorwärtsdrang. Nach dieser doppelten Kopfballverlängerung hat Berisha Platz auf rechts, Querpass in die Mitte, aber da verpasst Breik. Und dann wurde es über links gefährlich, aber Abnur Nuray klärt vor Breik. Auch Ünal brachte im Laufe der zweiten Hälfte einige frische Kräfte, unter anderem Loris Meyer, der traf auch schon 11 Mal. Vom SSV kam bis zur 80. Minute nach vorne fast nichts mehr, dann kam aber Mohamed San Yang nochmal zum Schuss, der bleibt aber an Zagaria hängen.
Auch die Kickers versuchten es nochmal, doch der quasi gemeinsame Kopfball von Nuray und Dickelhuber landet in den Armen von Enrico Piu. Das 100. Saisontor der Kickers fiel nicht mehr, es blieb beim 0:0. Der SSV verdiente sich mit viel Engagement einen Punkt. 36 sind es nun vor den letzten drei Spieltagen und während die Kickers danach den Aufstieg feierten, haben wir uns im SSV-Lager umgehört. Kickers ist eine Top-Mannschaft, da einen Punkt zu holen, gerade in der Phase jetzt. Man muss auch sehen, woher wir kommen. Ich glaube, es waren jetzt 3-4 Niederlagen. Ist keine einfache Situation und dafür haben wir es heute richtig gut gemacht. Ja. Genau, erste Halbzeit auch zwei richtig gute Chancen gehabt. Zweite Halbzeit war es nach vorne ein bisschen schwierig, aber allzu viel zugelassen habt ihr auch nicht. Nee, es war uns klar, dass, also die Kickers haben ja gehört, dass sie aufgestiegen sind. Und wir haben uns einfach gesagt, ich habe auch den Jungs gesagt, hey, wir müssen einfach gucken, dass sie den Schalter heute nicht mehr umgelegt kriegen. Die haben erste Halbzeit so locker einen Sommerkick hier gespielt. Da hat man durchaus unsere Chancen. Und zweite Halbzeit war klar, dass sie irgendwann ein bisschen drücken werden. Aber so richtig gefährlich wurden sie auch nicht. Den Punkt nimmt er mit und habt dann auch verdient gegen den Meister, oder? Ja, ich denke schon. Also der Punkt ist zwar nur ein Punkt, aber der tut uns gut. Gerade gegen die Kickers, die klar schon viel vom Spiel hatten. Aber wir haben alles gegeben. Wir hatten auch unsere 1, 2, 3 Chancen. Wenn wir Glück haben, machen wir vielleicht auch eins, aber das 0-0 geht voll in Ordnung. Unterm Strich können wir mit leben. Ja, auf jeden Fall. Mit ein bisschen mehr Glück machen wir das Tor und gewinnen das Spiel. Klar, es gab auch phasenweise, wo wir uns reindrücken lassen haben, aber das zeigt uns aus, dass wir kein Tor bekommen haben. Das war die letzten Wochen nicht so und den Punkt nehmen wir auf jeden Fall mit für die letzten 3 Spiele. Und dann hoffen wir, dass es nächste Woche auch mit im Ballbesitz besser wird. Ja, den Punkt nehmen wir definitiv gerne mit. Ich glaube, den haben wir uns auch verdient. Wir haben gut verteidigt. Klar, dass wir da jetzt nicht mega viele Torchancen bekommen werden gegen die Mannschaft, die bei denen gerade alles läuft und bei uns im Gegenteil wenig läuft gerade, ist auch logisch. Aber ich fand, wie du schon gesagt hast, erste Halbzeit hatten wir, ja, zwar nicht selber, aber der Gegner köpft aufs Tor, der kann reingehen. Zweite Halbzeit hatten wir auch eine gute Chance. Mohamed schießt aufs Tor, Ricky verpasst dann so ein bisschen. Also waren auch ein paar Szenen dabei, die waren okay. Ich fand, wir haben es sehr, sehr gut verteidigt gegen eine Mannschaft, die eigentlich viel, viel dominanter Auftritt haben. Wir, glaube ich, nur eine Phase zugelassen, so über 15, 20 Minuten, wo wir wirklich reingedrückt wurden. Und dementsprechend sind wir zufrieden, den Punkt nehmen wir gerne mit. Der SSV spielt am Samstag beim abgeschlagenen Tabellenletzten beim Freiburger FC. Da ging ja das Hinspiel verloren. Dann kommt der FC Holzhausen und am letzten Spieltag geht es zum FC Nöttingen. Glückwunsch auch von uns an die Stuttgarter Kickers. Laut Polizeiangaben blieb es nach dem Spiel weitgehend ruhig und mehr zum SSV folgt. Das war's vom Sport. Kommen Sie gut in die Woche. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Frohnstetten-Eichelau.